Ja, wir können auch mal bei Uhren reingucken, und zwar unser Freund aus Amerika, Peter Marco. Was hat er denn hier für uns? Hello everyone, welcome to my new video. I'm excited to share with you today some of my new Plain Jane inventory. I'm Okay. working really hard on gathering up Plain Jane watches from literally all over the world at the best prices possible. So this is part of it. I got a lot more coming and I'll post more and show you Okay, more. okay. But we got Sky Dwellers, we got Presidents, we got GMTs, we got. Skydweller zum Beispiel ist so eine Uhr, da war ich, bin ich nie so ein guter, großer Freund von. Also ich habe es ja auch nie exzellent verkauft. Preis-Leistung ist das Stahlmodell gut, aber ich habe es nie so wirklich gefeiert, ne? Also genauso Daytona in Vollgold war immer so eine schwierige Geschichte, gerade jetzt einfach mit so einem Standard weißen Ziffernblatt. Wenn ich überhaupt, also wenn, da muss immer etwas Besonderes mit dabei sein. Sonst wäre es für mich uninteressant. Daytonas, we've got Datejusts, we've got masterpieces. We got it, we got it. It's looking really good. I'm happy to share it with you. And I'll be showing more. We're getting a lot more in. Continuing on that watch note, I'm really proud of these paddocks. They're all customized by us. We did this one with pink diamonds. Recently, we showed one with yellow intense diamonds that weren't treated, they weren't radiated, they were 100% natural yellow intense diamonds. We now did it with the pink diamonds. They're not treated, they're not radiated, they're not enhanced. This is 100% natural pink diamonds. Ah, We okay, did the krass. baguette version, which is always real good for us. It's a classic. And then we did the round version. Now on this one, we maintain the shape of the watch and the bracelet, but it's the largest possible round diamond you could put in this watch. Das ist so halt typisch Ami, ne? Also da ist auch die Nachfrage für solche Sachen halt extrem groß. Jetzt gerade bei uns im europäischen Raum, das ist auch immer das, was ich auch in Interviews und so gesagt habe, dass halt in Amerika jetzt dieses ganze Thema der Anlage und so weiter nicht so wirklich zum Tragen kommt. Es ist mehr so eine Sache, dass was mit der Außendarstellung zusammenhängt, dass es auch viel mehr flashy ist. Von daher, wir jetzt in Deutschland sind schon eher, sag ich mal, da die Speerspitze, die da so viel Wert drauf legen, ne? Also in Amerika ist schon noch mal ein anderer Vibe, was auch die Konsumbereitschaft angeht. Das ist wirklich, ist so. Really big. This watch has Deutschland almost mehr 40 Autos, genau, carats. ja. Normally it's around 30 carats. So it gives you an idea. We went as big as you could in the bracelet and in the bezel. They're all 18 carat rose gold. Loving what we did. Thank you. Ja. Sieht natürlich brutal aus, ne? Damit läuft hier keiner rum. Ist natürlich brutal, ne? Aber kostet natürlich auch hier, ne? Parajok, Parajok, sage ich da nur in Deutschland. Here with my boy Jay, I want to congratulate him on this amazing one Jay! of a kind custom Cartier that we did. We took out the screws, we put big pointers in there. Look at that, Ah! guys. And the Witzig. Wäre jetzt für mich schwer zu vermarkten. Die Idee finde ich aber gut. Finde ich interessant. Nicht schlecht. black with the white, it's just popping. Ja, nicht schlecht. Congratulations, bro. Cool. Thank you. Gefällt mir, ist natürlich ein Awesome etwas watch. Thank you. anderes, also ne, der So kauft I es picked this einfach watch für because I've sich. seen the black bezel, like the whole watch being black diamond before. I've never seen it with the big pointers and the face hit like this. So that's the reason why I got it. Wie sind die Preisunterschiede von Amerika nach Deutschland? Also ich sag mal, jetzt solche Iced-Out-Dinger findest du ja hier weniger, wenn du sie findest. Ja, also Amerika ist durch das Steuersystem, was jetzt den internationalen Handel betrifft, günstiger. Also wenn du Dinge importierst, sagen wir mal jetzt Uhren, also der Nummer 1 Markt, ja, ist natürlich Asien, Hongkong, das ist das Drehkreuz, ist steuerfrei da, und da werden natürlich die meisten Uhren gehandelt. Also ihr müsst euch eine Sache vorstellen, sagen wir mal so, man würde jetzt Uhren zum Listenpreis, oder man würde Uhren vom Konzessionär erhalten, dann beinhalten die ja Mehrwertsteuer. Und wenn man sie jetzt exportieren würde, ne, wenn man die jetzt aus dem Land ausführen würde, würde man diese 19% nochmal wiederbekommen. Das heißt, die Uhren wären dann nochmal 19% unter dem Listenpreis. Kann man sich gar nicht vorstellen, ist aber so. Man kann dann die zum Beispiel nach Hongkong schicken, und dann sind die in Hongkong minus 19%. Es gibt natürlich andere, es gibt zum Beispiel Breitling. Bei Breitling gibt es immer Prozente. Das heißt, bei Breitling kriegt man 20% und man würde dann die Steuer nochmal wiederbekommen. Das heißt, wenn man jetzt Uhren im Ausland sieht, in Asien, versteht man auch, warum sind die so günstig? Weil die halt exportiert worden sind aus Europa, aus einem anderen Land, wo es halt etwas höhere Steuern gibt.
Wenn man jetzt Uhren wieder importiert nach Deutschland, diese Uhren beispielsweise, dann muss man natürlich wieder eine Verursachersteuer zahlen, also gehen wieder die 19% drauf. In Amerika funktioniert das ein bisschen anders. Uhren werden mit einem Höchststeuersatz oder Importzoll von 4,5% besteuert. Es gibt so eine Tabelle, da muss man einmal das Werk, also man muss den Preis aufschlüsseln. Eine Uhr kostet 100 Euro, da muss man sagen, zum Beispiel 50 Euro kostet das Armband, 50 Euro kostet der Kopf der Uhr und 100 Euro kostet das das Movement. Und das hat man damals gemacht für die Quarzkrise, ja, weil Amerika überschwemmt worden ist mit günstigen Quarzuhren und die wollten halt dann das besteuern, damit halt der Markt nicht kaputt geht, der Heimatmarkt. Ja, und dadurch ergibt sich halt so, dass das Armband, glaube ich, mit 2,5% besteuert wird. Das Werk ist das teuerste mit 4,5 und das andere sind, glaube ich, 3,3. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es einen Chart. Das heißt, Amerika kann sich sehr, sehr gut am Weltmarkt bedienen und Uhren aus der ganzen Welt kaufen. Darum sind auch tendenziell gewisse Uhren günstiger in Amerika als jetzt in Europa. Europa ist ein geschlossener Markt. Man kann in Europa entweder nur Uhren schmuggeln. Ja? Das heißt, irgendjemand bringt die Uhr mit oder irgendjemand, keine Ahnung was. Oder man holt Uhren innerhalb Deutschlands und kauft die von privat an, dann sind die Differenz besteuert. Wenn man aber Uhren aus dem Ausland bestellt, dann muss man immer 19% draufzahlen innerhalb Europas. Ne? Genauso gilt es in Italien. Österreich hat 21% Steuern und so weiter. Von daher, es lohnt sich halt nicht, Uhren aus dem Ausland zu bestellen, weil diese Steuer das Ganze dann kaputt macht. Das heißt, Europa ist ein geschlossener Markt. Man muss halt immer auf der Lauer sein, dass man so etwas findet. Und zu diesem Thema wird aber auch nochmal der Anwalt für Steuerstrafrecht zu Besuch kommen, um uns das Ganze auch nochmal detailliert zu erklären. Und jeder, der denkt, er ist nur neunmal klug und kauft sich so eine Uhr im Ausland und nimmt die dann am Handgelenk mit, dem sei gesagt, das Ganze, ihr seid immer in der Beweispflicht. Solltet ihr nicht bei dieser Sache erwischt worden sein, sondern bei der nächsten Reise oder bei der nächsten Reise oder nächstes Jahr werdet ihr angehalten und gefragt, woher haben sie die Uhr, und sie können und ihr könnt keine Rechnung, keinen Kaufbeleg vorzeigen, dann ist das Risiko relativ groß, dass ihr Probleme bekommt, okay? Und es sind 1000 Zufälle. Wie wollt ihr das bezahlen? Kauft es per Kreditkarte? Ist es auch wieder ein digitaler Zahlungsweg? Dann sieht man es auf eure Kreditkartenrechnung. Was ist mit der Box? Was ist mit den Papieren? Also ihr werdet ja nicht so blöd sein, die Boxen dann mitzunehmen. Dann lässt man sich die schicken. Dann kontrolliert der Zoll das. Dann bekommt ihr eine Hausdurchsuchung. Sehr, sehr, sehr beliebter Zugriff. Wenn ihr Privatleute seid, ihr seid im Ausland, kauft eine Uhr und lasst euch die Box per Post schicken. Da sind schon sehr, sehr berühmten Leuten Hausdurchsuchungen passiert, genau wegen so einem Grund. Macht solche Sachen nicht. Manchmal kommen solche Uhren auch, guck mal, wir hatten die Japan Edition. Die Japan Edition kam aus Japan, ich habe die normal verzollt und die ist dann bei mir verfügbar gewesen. Das machen nicht viele Händler, aber wir haben uns ja schon darauf spezialisiert, einzigartige Stücke auf der Webseite zu finden. Von daher, ich werde immer halt diese Vorleistung erbringen, um euch die besten Uhren liefern zu können. Und macht bitte so etwas nicht. Kauft euch nicht Uhren im Ausland, schmuggelt die nicht, kauft nicht von dubiosen Leuten. Es folgt auch jetzt wieder ein YouTube-Video. Ich werde die Woche jetzt vielleicht morgen ein YouTube-Video drehen über das Thema Chrono 24 und Fake-Boxen und all sowas. Ne? Also von daher, sucht euch bitte Source, die gut sind. Wie jeder Kriminelle, Bitcoin per USB. Ja gut, okay. Aber eine Sache, guck mal, du kannst Bitcoin, dies, das, kannst so verschlüsseln, wie du willst. Wenn du Reisender bist und angehalten wirst und du den Kaufbeleg vorzeigen musst, bist du am Ende. So oder so. Du kannst dem sagen, die Uhr ist gebraucht oder sowas. Es liegt im Ermessen des Zollbeamten zu sagen, okay, die ist gebraucht. Er kann nach wie vor darauf bestehen, dass du den Kaufbeleg der Uhr vorzeigst. Woher hast du die Uhr und das belegen wirst? Und wenn du es im Ausland hast, kannst du es nicht belegen, dass du es innerhalb Europas erworben hast. Von deinem Freund gekauft, dies, das. Natürlich gibt es da Möglichkeiten, aber ich sagte, das Risiko ist groß und niemand möchte deswegen eine Prüfung bekommen. Stell dir mal vor, du wirst jetzt angehalten und du bekommst dann eine Prüfung. Und dieser ganze Stress wegen was? Jetzt sagen wir mal im Ernstfall, okay, es geht um Uhren, jetzt 50.000 Euro, 30.000 Euro. Sagen wir mal, du sparst 3.000 Euro. Lass es 5.000 Euro sein. Du sparst jetzt 5.000 Euro, wenn du die Uhr im Ausland holst und schmuggelst. Für was? Das Risiko ist doch in keinem Verhältnis, Leute. Yeah, man, Peter Margo is hooking me up today. Only the best for the best. Was haben wir denn da? Damn. Alter, wow. Come on, guys. Damn. Krass. Best for the best. It's my boy. Got the best of the best. You know where to get it.
Peter Marco, man. Also das sind Kunden, weißt du? Einfach mal kaufen. Einfach mal kaufen. Alter, was hat er sich da gezogen? Major plays this weekend. That's right. See you. Da ist er wieder. Ich sag's dir, der ist auch ein Styler, oder? Der, was der anhat, ist einfach. Sowas sieht man auch nicht hier. Vielleicht manchmal bei mir mit Anzügen, aber der Typ, wow. Today I've got a very limited edition. This is one of 28. It's the oil pump by Jacob. And if you look closely, watch this, guys. Look at that thing. That's pretty cool. Yeah, that's cool. Exclusive here, Peter Marco. Peter Marco. I got my Tourbillon Hublot Bigger Bang, 44 millimeter. I'm not a big fan of Hublot, but this is a really cool watch. Das zum Beispiel, ne? Das wird kein Mensch jemals bei mir kaufen. Ist das eine coole Uhr? Guck mal, wir können alle jetzt darüber diskutieren, ne? Wir können alle darüber diskutieren jetzt. Alle werden sagen, oh nein, Marc, die Uhr. Eine Sache ist klar. Diese Uhr, was kostet die Liste? 200.000-300.000 Euro kostet die Liste? Bestimmt. Und du kaufst die Uhr wahrscheinlich für einen Huni oder sowas. Alter, für den Preis, das schon. Du stichst schon aus der Reihe raus. So, jetzt, wenn wir einfach sagen, du hast unlimited Geld für Dings. Würdest du die Uhr, würde man sich die Uhr kaufen? Eventuell schon. Wenn man jetzt diese anderen Gesichtspunkte hat. Das ist schon eine brutale Uhr. Factory Tourbillon 44 mm. Loving this watch. 44 mm, weißt du, so ein richtiger Autoreifen.